Wollt ihr YouTuber des Monats werden? Dann bleibt einfach bis zum Ende des Videos dran, um alle nötigen Informationen für die Teilnahme zu erhalten. Servus, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Heute habe ich meine Idee ausgedacht. Ich will YouTuber des Monats, so wie Clash Games dieses Projekt doch hatte, auch machen. Und in diesem Projekt habt ihr eben die Chance, haben eben kleinere YouTuber die Chance, eine größere Reichweite zu erlangen. Und ich habe mir gedacht, dieses YouTuber des Monats Projekt werde ich starten. Und bleibt noch bis zum Ende des Videos dran. Und in jedem Fall würde ich jetzt noch sagen, es läuft jetzt noch ein Gewinnspiel mit den lieben Squasi. Da müsst ihr einfach den Kanal abonnieren, das Video liken, einen Kommentar da lassen und unbedingt das Video teilen. Und dann nimmt ihr schon ganz einfach beim Gewinnspiel teil. Auf jeden Fall beim YouTuber des Monats habe ich mir so vorgestellt, dass ihr mich unter der E-Mail-Adresse, die euch jetzt eingeblendet ist, glashofpower.gmail.com eben Einsendungen schicken könnt, warum ihr unbedingt YouTuber des Monats werden wollt. Dann schickt ihr mir bitte auch ein Video mit einem Link, eben welches Video ihr eben einreichen wollt oder mit welchem Video ihr eben die besten Gewinnchancen eurer Meinung habt. Ist einfach eine ganz leichte Sache. Und natürlich werde ich auch nicht achten, wie viele Abonnenten jemand hat, wie auch immer. Und ich werde jetzt nicht irgendwelche YouTube-Kumpels dann auch pushen. So, das will ich eigentlich nicht. Ich will einfach Leute, welche einfach die Leute dann durchschauen. Ich bin gespannt, wie viele. Vielleicht kommen auch nur drei oder nur zwei Bewerbungen, also Bewerbungen rein, die eben mitmachen wollen. Dann haben sie eben, habt ihr eben mehr Chancen. Das heißt, und ich habe mir auch denken, die früher machen wir dann auch bessere Gewinnchancen haben. Ich werde jetzt einfach eine Deadline setzen bis eine Woche oder so, habe ich mir gedacht. Da könnt ihr einfach ganz easy chillig mitmachen und wenn ihr Glück habt, sogar fette Preise abräumen. Die nochmal, auf jeden Fall müsst ihr in diese E-Mail-Adresse, die ich geschickt habe, clashofpower@gmail.com, die eingeblendet ist, in der Videobeschreibung ist und auch in die Kommentare, ich nur schreiben werde, die ganzen Sachen, die man dann befolgen muss. An diese E-Mail-Adresse schreibt ihr eben betreff YouTuber des Monats, warum ihr YouTuber des Monats werden wollt, nochmal einen guten netten Text schreiben und auf jeden Fall müsst ihr euren Kanal verlinken, weil ohne der Kanalverlinkung ist natürlich schwer und bitte echt Kanalverlinkung reinschreiben und nicht Namen des Kanals, die nur den Namen des Kanals reinschreiben, haben dann leider das dann Teilnahme ungültig. Ich will auf jeden Fall, dass Leute auf jeden Fall auch den Kanallink reinsenden, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Noch zu sagen, ja, sehrschönvchild.com ist die Anmeldeadresse. Ich will auch noch bitte auch Intro stellen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch ein paar Intros machen. Und es wird echt so angelehnt sein wie bei Clash Games, habe ich mir vorgestellt. Ich werde einfach so ähnlich machen wie er. Ich werde dann ungefähr jeden Monat ein YouTuber des Monats, also ungefähr eine bestimmte Zeitraum aussuchen, in dem ich eben YouTuber des Monats machen kann. Das heißt, jetzt noch eine Woche, das habe ich mir gedacht. Oder wir schauen mal, wann ich das erste Video YouTuber des Monats dann machen werde. Auf jeden Fall schickt fleißig Bewerbungen rein, um eben die Chance am Gewinn zu haben, dass ihr die natürlich erhöhen wollt und natürlich, dass ihr auch gewinnen, unbedingt einen fetten Gewinn abräumen wollt, ist natürlich auch klar. Und auch wenn, wie oft jetzt euren Kanal reinschickt, ist eigentlich relativ unnötig und wenn ihr mehr als einmal in die Bewerbung reinschickt, seid ihr auch disqualifiziert, würde ich sagen. Und ihr habt die Chance, beim immer als Mail teilzunehmen, habe ich mir gedacht. Vielleicht auch bei Instagram, aber ich habe gedacht, nein, denke ich mir nicht mehr nach. Also bitte nur bei clashofpowerchill.com die Einsendungen einschicken, habe ich mir gedacht. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine richtig, richtig nice Sache, wie ich finde. Wenn ihr diese Aktion feiert, lasst unbedingt Daumen nach oben da. Beim Gewinnspiel könnt ihr außerdem auch noch mitmachen, dann müsst ihr auch die vier Sachen machen. Also meinen Kanal abonnieren, viele Like, kommentieren, was ihr gewinnen wollt und unbedingt schreiben und unbedingt das Video teilen. So, jetzt hoffe ich, das war alles für euch gut erklärt, wie ich eben das Gewinnspiel machen will. Ich würde sagen, wir reden jetzt kurz weiter, machen ein paar Live-Fights und sehen uns dann wieder. Das heißt, macht unbedingt ein Gewinnspiel mit und bei einem YouTuber des Monats. Wieder clashofpowerchill.com sind es dann einfach bei gleich wieder nach einem kurzen Schritt.
So, jetzt sind wir eben noch den Fall drin. Den Fall wir jetzt noch zu Ende mit, vertonen. Dann werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter fighten, habe ich mir gedacht. Vielleicht ein paar Live-Fights machen und ich würde sagen, was hält ihr jetzt? Am Ende würde ich noch mit euch kurz reden. Schreibt doch Kommentare, was ihr davon dieser Aktion hält. Ich würde es sehr, sehr interessieren, ob ihr diese Aktion feiert. Wenn ihr es nicht gut findet oder des Monats und eine nur eine Nachmache findet von Clash Games, natürlich akzeptiere ich das auch. Aber trotzdem würde ich mich echt freuen, wenn ihr echt einen Daumen nach oben da lassen würdet und mir sagt, warum ihr diese Videoart geil findet, würde mich echt sehr, sehr interessieren. So, da habe ich mir jetzt auch so gedacht. So, wir werden jetzt noch ein paar Live-Fights machen und auf jeden Fall die Arten, wie ihr beim Gewinnspiel, also beim Gewinnspiel habe ich schon gesagt, aber bei diesen Gruppen, wo ihr teilnehmen könnt, aber ich werde euch noch in der Videobeschreibung auflisten und würde sagen, ich werde es den Fight noch zu Ende betonen und dann sehen wir es einfach dann wieder beim nächsten Video, meine Freunde, ungefähr immer um 13 und 15 Uhr in der Woche und am Wochenende um 13 Uhr. Das ist eine richtig geile Sache. Außerdem, unserem Clan suchen wir noch fleißig neue Member für die Clan-Chest. King of Smash kann natürlich reinkommen und was haltet ihr davon, wenn ich wieder viel mehr Streams mache? Dann lasst geil, findet natürlich, lasst auch einen Daumen nach oben da. Würde mich auch richtig, richtig freuen und auch richtig motivieren, finde ich. Ich würde sagen, wir werden nachher noch ein paar Live-Hats reinspringen. Wo sind es denn wieder? Dann unter der Woche um 15 Uhr, da gibt es dann nach oben da, wenn ihr mehr Gewinnspiele haben wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder im nächsten Video. Wir sehen uns dann eben nach einem kurzen Schnitt. Ciao. Pauli Pau. So, ich habe mir gedacht, machen wir jetzt noch ein paar Live-Fights, um das Video ein bisschen länger zu machen. Ich finde es auch eine richtig, richtig geile Sache. Das heißt, wenn noch jetzt 3 oder 4 Minuten noch, dann wieder dran schneiden. Und das habe ich mir gedacht, werden wir einfach machen. So, hier habe ich ein Deck. Ich versuche mal hier mit dem Deck noch was zu reißen. Dann kriegen wir einen Live-Fight rein. Wir werden hoffentlich mal die eine Grundtruhe auch erreichen. Und dann werden wir die Grundtruhe auch öffnen. Und dann schauen wir mal, vielleicht ziehen wir sogar eine Legend-Card. Ich habe in letzter Zeit viele Legendary-Cards free gezogen. Da wird auch noch ein Video kommen, habe ich mir gedacht. Ich sage, wir beginnen mal mit dem Megalakai von der rechten Seite. Schauen wir, was dagegen setzt. Und dann kommen wir auch in der anderen Seite. Dagegen setzt noch nichts. Drei Musketierinnen sollten wir vielleicht mit der Slatterme zerstören. Und jetzt hier. Das schaut echt nicht so gut für uns aus. Ich sage, können wir mit der anderen, von der anderen Seite mit dem Ballon pushen. Die Knall gegen die Musketierinnen, da könnt ihr auch nicht mehr so viel Schaden machen. Das Megalakai geht leider nicht mehr vor dem Ballon. Der Gegner kommt jetzt da mit dem Friedhof, da wir jetzt keine Chance haben. Setzen wir noch schnell den Rage Spell, vielleicht kann der Ballon sogar noch einen Hit kann er sogar machen. Aber hoffentlich brauchen wir einfach eine Krone, dass wir hier ein bisschen was reißen können. Ich habe mir gedacht, wir müssen aufpassen, gegen eben die drei Musketiere. Denn jetzt kommt die Lidiberbahn. Dagegen setzen wir die Skelettarmee. Und hiermit gehen die Lidiberbahn noch down. Der kann sonst dann keinen Hit mehr machen. Ich würde sagen, wir werden mal schauen, der Gegner kommt. Der Gegner kommt jetzt mit den drei Musketieren, glaube ich. Vielleicht sind die drei Musketiere sehr teuer für den Gegner. Und wir suchen den Gegner hier ein bisschen abzulenken. Der Gegner natürlich jetzt von der anderen Seite auch mit dem Musketier kommen. Jetzt kommen die drei Musketiere auf jeden Fall. Da wird mal kurz gesappt. Und dann, das heißt hier in Wut. Vielleicht schaffen wir es sogar hier ein bisschen was rauszuholen. Ups, nein, der Gegner hat den Magier. Habt in den Kommentaren, welche Karte ihr besser findet. Normalen Magier, Elektromagier, wie auch immer. Ich setze mir die Skelettarmee. Gegen die er kann er den einen Tower down holen, aber natürlich hoffen wir, dass wir auch hier noch irgendwas reißen werden. Riese, Ballonchen, jetzt den Wutsbell. Der Gegner hat leider die Elite überbahn, aber wir können einen Tower sogar down holen. Machen wir noch hier schnell den Knall auf die drei Musketieren drauf. Einen Tower haben wir jetzt da auch down. Stimmt nicht so gut für uns aus und ich würde sagen, vielleicht verlieren wir leider sogar.
Der Riese kommt jetzt da. Ich würde sagen, ich gehe einfach Riese und setze jetzt da aggressiven Push, da wir sonst eigentlich keine Chance haben, irgendwas zu reißen. Hoffentlich, wir schaffen es sogar noch easy, easy gediegen. Wir schaffen den zweiten Krone, die zweite Krone. Und wir werden jetzt mal hier eine Silbertruhe haben wir bekommen. Die Silbertruhe werden wir jetzt auch öffnen, die Kronentruhe werden wir jetzt öffnen, jetzt sind wir easy gediegen. Ein Legendary Card, bisschen Gold, Juwelen sind ganz okay, 7-mal der Bomber, 10-mal die Bogenschützen, 41-mal der Königsriese und 6-mal der Rambock. Der Rambock habe ich jetzt auch nicht viel gekauft. So, der, wo ist denn der Rambock? Hier, können wir noch hier kurz upgraden auf Level 1. Level 3 und das war's noch gewesen. Rambock spiele ich, habe ich eigentlich noch gar nicht gespielt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video gewesen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Sind's im nächsten Video. Ciao, Pau.